This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, heute gibt's mal wieder ein normales Video. Und zwar heute geht's darum, um Bewusstsein, Ernährung, wie das Ganze zusammenhängt. Und zwar bei mir war es zum Beispiel so, ich habe vor 2-3 Jahren so angefangen, viel mit der Psyche zu arbeiten, habe eh immer viel mit dem Kopf gearbeitet und dann dachte ich mir, ja, Kopf ist viel wichtiger, beziehungsweise dachte, ja, es ist beides so gleich wichtig und habe da eben viel selber bearbeitet, viel verarbeitet, was einfach hochgekommen ist oder was einfach angeschaut, die ganzen Themen, die man sonst verdrängt hat. Und habe da viel mit dem Buch Das Schattenprinzip von Rüdiger Dahlke gemacht. Fand ich jetzt ganz gut. Gibt es genug andere Bücher, wo man irgendwie, man muss sich wirklich nur konsequent anschauen, was man eigentlich nicht anschauen möchte. Das, was man immer von sich wegschieben möchte, muss man eigentlich integrieren, um heil zu werden. Heil werden heißt immer ganz sein. Heil heißt ganz und nicht heil. Heilung kann man nie damit erreichen, indem man was wegschneidet, indem man was bekämpft. Genauso ist es bei einer Krankheit. Und ich habe jetzt festgestellt, dann habe ich so vor einem Jahr auf komplett Rohkost umgestellt, dann auch mit Arnold Ehret viel gefastet und viel dann clean gegessen und jetzt halt nur noch Früchte einfach und hab dann die ganze Zeit gedacht, so, weil mein Kopf, ich habe dann denke ich vorher einfach schon so viel mit dem Kopf vorgearbeitet, dass ich dann gar nicht bei der Ernährungs-, also dass die Ernährungsumstellung bei mir dann eher mitgezogen ist, also die Ernährungsumstellung war bei mir das, wo nachgezogen ist. Und ich denke, mittlerweile habe ich gesehen, dass bei den meisten ist es eigentlich eher umgekehrt so. Die probieren irgendwie über eine Ernährungsumstellung dann das Bewusstsein mitzuziehen und deswegen kommen auch so viele Rückfälle zustande. Und ich konnte mich immer, also ja, ist eben bei den meisten so. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, so danach nochmal irgendwie was anderes zu essen. Ich habe jetzt auch keine Lust irgendwie, also was Gekochtes war dann für mich ausgeschlossen oder ich hatte keine Lust, was Gekochtes zu essen. Ich finde die Gerüche noch ganz gut, aber das kam für mich gar nicht in Frage. Und dann andere hatte ich immer gesehen, wo haben echt wirklich Probleme, was weiß ich, hatten schon 2-3 Jahre Rohkost gemacht und fallen dann wieder zurück in Kochkost oder in ganz andere Sachen. Und ich denke, das geht immer einhand. Also man sieht einfach die Leute, die wirklich mit der Psyche arbeiten, die ernähren sich auch dementsprechend. Und ja, die Leute, die sich entsprechend ernähren oder auf Rohkost umsteigen, entwickeln normalerweise auch automatisch ein höheres Bewusstsein oder sind wesentlich bewusster im Umgang mit allem einfach. Und ja. Und bei mir war es, denke ich, so, dass ich zuerst eben viel mit dem Kopf gearbeitet habe, viel mit dem Geist. Und dann hatte ich auch nicht so die Probleme mit Rückfällen oder irgendwas. Ja, und als ich so Arnold Ehret gelesen habe, schreibt halt so, ja, alles ist einfach vom Körper, von der Reinigung her abhängig. Aber ich habe jetzt einfach schon so viele Menschen gesehen, die wirklich sich schon so bewusst oder so, beziehungsweise sie waren noch nicht so bewusst, obwohl sie sich eben schon nur von Früchten ernährt haben und so weiter oder nur von Rohkost und waren trotzdem, fand ich, noch vom Bewusstsein her einfach noch nicht so weit oder man merkt halt, ja, dass da noch so viele Blockaden sind und dann kommen eben auch so Rückfälle bei raus und deswegen tun sich viele auch so schwer oder auch bei anderen Sachen, wenn das Bewusstsein her noch gar nicht so weit ist und man dann auf einer Ernährung steht. Ja, das ist eben, denke ich, das Problem und man muss wirklich schauen, dass die Sachen, die auch hochkommen, wenn man seine Ernährung umstellt, dass man die dann auch verarbeiten kann. Und wenn der Kopf nicht mitzieht, dann bringt es überhaupt nichts. Dann
dann muss man erstmal schauen, dass man da eben mit klarkommt und das verarbeitet, was da auch hochkommt und das nicht weglässt. Und sonst schafft man es auch nicht. Es sollte eh nie ein Schaffen sein bei so einer Ernährungsumstellung, sondern es ist wirklich was, wo einfach natürlich dann so kommt, wenn das Bewusstsein so weit ist. Die Ernährung spiegelt in gewissen Maßen einfach das Bewusstsein wider. Und beziehungsweise die gleichen sich normalerweise immer an, einigermaßen. Und viele schaffen es eben dann, wenn sie ein höheres Bewusstsein entwickeln, dann ändert sich die Ernährung oft automatisch. Oder bei bei anderen, wenn sie eben ihre Ernährung umstellen, dann Faden verloren. Nee, wenn sie eben ihre Ernährung umstellen, dann zieht das Bewusstsein normalerweise auch mit. Und wenn man das eben nicht schafft, dann kommt es eben zu Rückfällen und ja, dann ist der Körper auch noch nicht so gereinigt und dann, sonst kommen diese Rückfälle nicht. Wenn man das dann wirklich gereinigt hat und vom Bewusstsein her soweit ist, dann passiert das normalerweise nicht und man soll sich wirklich bei der Umstellung einfach Zeit lassen und schauen, dass man das auch geistig dann mitverarbeitet und die Sachen angeht. Und da gibt es auch ganz gute Sachen und ja, und das wollte ich einfach mal loswerden heute, dass man eben einfach darauf achtet, dass wenn man seine Ernährung umstellt, dass einem wirklich hundertprozentig bewusst ist, dass die Ernährung nicht alles ist. Es ist wirklich Körper und Geist. Ein gesunder Geist kann nur in einem gesunden Körper wohnen. Und es ist eben beides einfach gleich wichtig. Körper und Geist ist gleich wichtig. Und wenn der Körper nicht rein ist, dann kann der Geist auch nicht klar funktionieren. Und deshalb muss man eben einfach schauen, dass man beides macht. Und es ist nie ein Zwang. Es sollte nie ein Zwang sein. Diese Ernährungsumstellungen sollten automatisch passieren. Und wenn das Bewusstsein auch soweit ist, und dann bleibt man auch dabei und dann gibt es nicht so Rückfälle und von wegen, dass man sich zwingen muss und so weiter. Und ja, das wollte ich heute einfach mal loswerden. Deshalb schaut da einfach immer drauf, dass ihr auch mit dem Bewusstsein mitzieht. Und ja, Ernährung ist nicht alles. Einfach nur Ernährung umstellen klappt einfach nicht. Und das Ganze muss eh langsam angegangen werden. Dazu hatte ich noch andere Videos gemacht. Ich stelle die Links nochmal drunter in die Videobeschreibung. Und ja, ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.